Ja. Ja, genau. Nee, einfach des Realistischen halber wollen wir hier das auch ein bisschen ja, realistisch machen. Also wir wollen vielleicht auch Stützträger an Häuser anbringen, die so ein bisschen in der Luft schweben. Also dass das nicht so aussieht, so Fantasy hier, ne? Wir sind ja hier Real life. Real Life, ne? Genau, und hier wollen wir da auch nicht so jetzt hier so ein Haus, was zum Beispiel komplett in der Luft schwebt, das haben wir hier nicht. Wir sind nicht hier Final Fantasy, wir sind hier einfach ganz normal Minecraft. Genau, obwohl das ja in Minecraft natürlich auch geht, außer man baut jetzt Sand als Fußboden, das wäre vielleicht jetzt nicht ganz das So, ich Optimale. denke, so lassen wir das hier, da müssen wir. Oh, sollen wir das hier jetzt zumachen oder hier noch das so lassen? Was hier, dass es Ja, jetzt hier noch so rumgeht. das kann man später überlegen. Ich habe jetzt hier gerade das Problem, dass ich jetzt hier den Fußboden reinziehe. Okay, ich helfe dir. Könntest du mir vielleicht dann noch Glas geben oder baust du den da gerade hinten noch rein? Oder noch Ich habe fertig? Oder gar hast du kein. nichts mehr? Ah, doch, ich habe nur. Ah, verdammt, ich habe nur Glasscheiben. Ah, Wandel das ist um blöd. oder? Das ist blöd. Kann man die nochmal. Nee, die kann man nicht, ne? Nee, kann man nicht. Schade. Ah, das ist natürlich blöd. Naja, vielleicht können wir auf der einen Seite Glas Dingens und auf der anderen Seite Glas Dingens, ne? Also Glas Dingens kann man immer nehmen, ne? Glas Aber weiß Dingens. ich ja Bescheid, ne? Nein, was ich sagen wollte, auf der einen Seite Glas Ding, also Glasblöcke und auf der anderen Seite Also Glas. Glas Dingens. Ja, schon klar, näher und auf der anderen Seite Glas Scheiben. Was machst du da unten? Ich habe hier eine riesige Kohleader gefunden und die lasse ich nicht einfach da liegen, wie schon mal gesagt. Ja, ich habe jetzt Ah, fünf. das ist mir jetzt egal, das eine Kohlestück. Wie viel So. Kohle hast du jetzt? 27. Ich habe jetzt 25. Die können wir dann später alle in den Ofen putten. Nee, obwohl ich benutze 5. Ich benutze jetzt hier 5 Kohle-Dinger, um noch ein paar Fackeln zu machen. Exakt. Also ich glaube, das hier könnte wirklich so eine Villa werden. Vielleicht könnten wir hier auch die Betten reinstellen. Mal Das schauen. weiß ich jetzt nicht. Nee, aber die Villa, die würde ich schon eher später Das ist bauen, ein weil. Palast, ein richtiger Wolkenpalast. Ja, jetzt sind wir hier noch nicht so weit fortgeschritten. Also wir haben jetzt hier nicht den höchsten Grad an. Ja, also einen Fortschritt, ne? Wir sind hier immer noch auf Steinniveau und nicht hier schon auf Eisenniveau, wenn wir auf Diamantniveau sind, ne? Da kannst du alles bauen, aber wenn du schon die Diamanten liegen lässt, ne? Wenn du auf dem Niveau bist, dass du dann keinen Bock mehr hast, die Diamanten abzubauen, weil es dir zu viel Arbeit ist. Das ist Dann dann geil, das ist dann richtig sprechen geil. wir über andere Themen, ne? Ja, das ist dann redet man nicht mehr hier von Sachen, denen dann hau den Berg gebaut werden, sondern dann redet man davon, den Berg in den Garten zu stellen oder so, ne? Genau, Weil dann werden hier die. da hast du richtig Möglichkeiten, da kannst du richtig Auch ranlangen. reicht nicht mal ein Vorratslager, da kommen die Diamantvorratsläger, also. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen blöd hier, aber So, das ist dann ja haben wir schon. das schon mal reingehauen. Sieht doch schon So. mal schön aus. Hier die perfekt auf die Schneewelt, ja. Okay. Stockwerk sitzt, würde ich sagen. So, und ich verabschiede mich dann auch, ob der Jojo hier noch weitermacht, das weiß ich nicht. Aber ich bin gleich wieder da. Genau, da ist er mal kurz weggegangen. Ja, da baue ich mal gerade hier weiter, ne? Da steht er rum, sowieso, so. Ja, ich will es nicht weiter erwähnen. Gut, dann das sieht ja schon mal sehr schön aus. Der Boden, der ist gleichmäßig und gleich. Und das hier mache ich gerade mal weg, damit wir ja auch hier symmetrisch das Ganze haben. Okay, die Folge ist schon 4 Minuten lang. Ja. Wo die Decke ist auch ein bisschen erdrückend. Das muss man. Naja, das werden wir später sehen. Wie gesagt, wenn wir auf die Diamantniveau sind, habe ich jetzt nichts zu essen dabei. Das ist ganz schlecht. Okay. Müssen wir uns auch überlegen, wie wir hier runterkommen. Ob wir das mit Leitern machen oder mit Treppen. Jetzt auch mal so eine Frage. Okay. Ich denke, dass wir vielleicht hier noch das noch bauen könnten. Eins weiter rein. Jetzt wird es plötzlich dunkel. Was ist das? Und mein Spielzeug auch noch gefetzt. Das ging jetzt aber richtig schnell. Das war jetzt mal ein Panoramabild. Okay.
Ja, wir sind schon ziemlich lang in der Folgen dabei. Also so sind ja schon ziemlich viele Folgen für unsere Verhältnisse. Und deswegen. Ja, es regnet auch noch, also. Wenn ich jetzt allein bin, würde ich sagen, hier pisst jetzt richtig runter. Okay. Ja, die Decke, die ist mir so erdrückend, die. Ach, das gefällt mir noch nicht. Guck mal, was macht denn der hier? Steht da im Regen, Batschnasswetter. Ich hoffe jetzt, dass der mal gleich kommen wird. Ja. Also das ist jetzt schon wirklich toll mit hier zwei Panoramawänden. Erst haben wir gedacht, das ist schon groß. Jetzt haben wir das hier noch gesehen. Das ist schon richtig groß. Geh jetzt auch mal gerade. Nee, runterspringen durch nicht. Yep. Jetzt bring ich runter. Schlafen. Geh ins Haus. Der Score wird ja gleich kommen. Ja, jetzt haben wir schon zwei Gebäude, die wir angefangen haben. Das sieht jetzt schon mal richtig cool aus. Haben auch einige Steine erbeutet. Und können jetzt mal wieder ins warme, kuschelige gehen. Genau. Dann ist der So. Score auch wieder da, wie wir gehört haben. Ja, Und legen dann. uns, kommen gerade am besten ins Bett. Hab da noch eine Wand erweitert. Hast da einfach im Regen gestanden, also echt. Leg Ja, jetzt das. gerade im Bett und. Wie in unserem Haus. Ja. Ach Gott. Und sag auch Nee, der Folge schon ich habe gleich Tschüss. gerade noch was erledigt für den nächsten Tag hier, weil so geil Minecraft hier auch ist. Wow. Muss ich mich ins Bett abrennen.